Diesen dramatischen Einsatz werden die Tierretter der Animal Aid India wohl nie wieder vergessen. Ereignet hat sich dieses Drama in der Nähe von Mumbai. Da eine Straße ein größeres Schlagloch hatte, wurde dort heißer Teer reingeschüttet. Und so, wie es leider kommen musste, lief ein kleiner Welpe und seine Schwester genau in dieses Loch hinein. Am nächsten Morgen sah durch Zufall ein Anwohner den kleinen Hund, der sich durch den hart gewordenen Teer keinen Zentimeter mehr bewegen konnte. Seine Schwester hatte glücklicherweise nur etwas Teer an ihrer Pfote und wartete unweit auf ihren Bruder. Als die Tierretter vor Ort ankamen, war ihnen klar, dass schnell gehandelt werden musste. Glücklicherweise war der Welpe nicht direkt mit der Straße und dem Teer verklebt worden. So konnten sie die beiden Hunde sofort in ihr Auto packen und zur Auffangstation fahren. Der Reinigungsprozess dauerte insgesamt über 6 Stunden. Immer wieder wurde mit lauwarmem Wasser der Teer eingeweicht und konnte dann mit mühseliger Handarbeit wieder vom Fell entfernt werden. Bereits 3 Tage später und intensiver Fellwäsche tobten die beiden Welpen durch die Auffangstation. Ohne den Einsatz der Tierretter wäre zumindest einer der beiden elendig auf der Straße verendet. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.